da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sportliche Probleme. Zwar glänzt sie mit 5 Freibädern, doch es fehlen Bademeister und Rettungsschwimmer. Das könnte die Freibadsaison trüben. Die soll am Sonntag auch hier im idyllischen Ahalger Mühlchen starten. Doch Walter Schmidt, der zuständige Fachangestellte für Bäderbetriebe, braucht noch Aushilfskräfte. In Sommerzeit möchte jeder Urlaub machen. Dann zweites, wenn das schönes Wetter ist, jeder denkt an etwas anderes, nicht nur im Schwimmbad arbeiten zu wollen. Ja, und mag sein, das ist, schätze ich mal, teilweise ein bisschen mit Geld verbunden. Weil viele sagen, Sonntag arbeiten, Feiertag arbeiten. An der Lösung des Personalproblems arbeiten sie hier im neuen Rathaus. Aktuell sind wir ja bemüht, alle Bäder offen zu halten. Wir haben 5 Freibäder und die wollen wir natürlich der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Wir sind aber immer noch auf der Suche nach AushilfsrettungsschwimmerInnen, weil in diesem Jahr die Bewerbungslage nicht so gut ist. Und von daher fehlen uns noch Stand heute 8 Personen. Allerdings sind wir weiter dran. Akquise von Aushilfskräften und Ausbildung von Fachpersonal. All das leistet die Stadt bereits. Wir akquirieren, was das Zeug hält. Ob das über Facebook ist, alle sozialen Medien, ob das in der direkten Ansprache ist oder Aushänge an Hochschulen und Universitäten. Da sind ja auch potenziell Menschen, die uns unterstützen können. Also da sind wir stark dabei. Sogar einen Werbefilm habe man gemacht. Die Verantwortung ist sehr groß, weil man muss auch richtig handeln, damit Leben erhalten bleibt. Doch der Fachkräftemangel in der Schwimmbadbranche ist kein Darmstädter Phänomen. In ganz Hessen berichten einzelne Kommunen von der Misere. Corona habe die Lage dann noch verschärft. Rettungsschwimmer fehlen uns in diesem Sinne, dass ganz viele über die Corona-Pandemie als studentische Aushilfen oder als angestellte Aushilfen halt uns weggebrochen sind, weil die sich dann über die 2 Jahre, wo sie nicht eingesetzt worden sind, anderweitig orientiert haben. Das Problem sei teilweise aber auch hausgemacht. Alleine das Kulturgut Schwimmen hat die letzten Jahre gravierend abgenommen. Den Leuten ist nicht mehr bewusst, dass Schwimmen nicht nur eine Freizeitsportart ist, sondern eine Überlebensmaßnahme, die wirklich auch für die Kinder richtig wichtig ist. Zudem seien manchen Kommunen Fehler beim Thema Fachkräftenachwuchs unterlaufen. Es dürften mehr Kommunen auch ausbilden. Die letzten Jahre hat es sich herausgestellt, dass nur noch wenige Kommunen ausbilden aus finanziellen Gründen. Insgesamt kann das Personaldefizit wohl mancherorts dazu führen, dass Schwimmkurse ausfallen, Öffnungszeiten verkürzt werden oder ein Bad auch mal geschlossen werden muss. Hier in Baunatal ist das allerdings unwahrscheinlich. Es gibt zwar einen Engpass, 2 Stellen sind noch frei, doch die Lage ist im Griff. Die Aufgaben sind sichergestellt, allerdings ist es ja immer die Sache mit der Vertretungsregelung, gerade zu Zeiten, wo Urlaub, Erkrankungen stattfinden. Sollte es eng werden, wollen Sie neue Wege gehen. Eine Möglichkeit könnte zum Beispiel auch mal die interkommunale Zusammenarbeit sein, sodass man gerade im personellen Bereich Synergieeffekte erzielt. Der Austausch von Arbeitskräften zwischen den Kommunen, ein Weg, der vielleicht zur Entschärfung beitragen kann. Walter Schmidt hofft, dass sich neue Rettungsschwimmerkollegen finden, damit es auch in Darmstadt ein echtes Freibadjahr wird.